die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug. Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis. Ach, jetzt ist endlich die letzte Seite von der Studie durch, Stefan. Jetzt haben wir endlich alles beisammen. Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt endlich Schule oder Elternhaus. Wer weckt bei Kindern die Lesefreude? Aus welchem Anlass werden Bücher für die junge Zielgruppe gekauft? Das erfahren wir jetzt endlich da drin. Ist da auch was über BookTok und TikTok und alles dabei? Ja, natürlich. Da bin ich jetzt gespannt. Ach, guck mal, hier geht's schon los. Die unter 19-Jährigen lesen nicht nur Kinder- und Jugendbücher. Wenn man sich die Genres da anguckt, Belletristik liegt da ganz schön weit oben. Bei den 16- bis 19-Jährigen sind es 60%. Und bei den 13- bis 15-Jährigen schon 46. Das ist eine ganze Menge. Vielleicht muss man dazu sagen, es geht jetzt hier um die Warengruppen, oder? Da geht es um die Genres. Es geht um die Genres, genau. Und jetzt muss man natürlich gucken, was ist alles in Belletristik? Normalerweise sind das ja, sagen wir, die Erwachsenenbücher. Da das auch schon bei den Jüngeren, noch Jüngeren, den unter 13-Jährigen auch schon ein Anteil in der Belletristik ist, ist das natürlich schon eine spannende Frage, was genau darunter zu verstehen ist. Weil das würde man ja jetzt nicht erwarten, dass der 11-, 12-Jährige da schon am Belletristikregal in den bluttriefenden Krimis wühlt oder Beziehungsgeschichten von 50-Jährigen liest. Kann es sein, dass es da auch Comics, Graphic Novels, sowas in der Art ist? Sind die da auch in der Warengruppe drin? Da müssen wir mal gucken. Fantasy gehört natürlich auch zur Belletristik. Auch die Manga sind da auch drunter und vor allem Young Adult und New Adult, also diese ganzen Romans, weißt du, mit diesen Tropes, wo es dann geht, Enemies to Lover und so weiter. Also die alle, nein, nicht alle, also das ist je nachdem, der Verlag selber sortiert das ja jeweils ein. Und haben wir schon einen großen Anteil, der in der Warengruppe 1, also Belletristik, landet. Das heißt, da haben wir einen ziemlich großen Anstieg. Das heißt also auch, Young Adult ist schon für 13-, 14-Jährige offenbar ein wichtiges Thema. Obwohl die Hauptfiguren ja oftmals irgendwie so nach dem Studium, College, erster Job oder sowas unterwegs sind. Also die sind ja von ihrer Lebenswelt her ein Stück weiter weg von den 13-Jährigen. Aber offenbar guckt man dann doch da nach oben und sagt, das sind spannende Geschichten, das ist schönes Lesefutter zum Teil. Die Bücher sehen ja auch schön aus. Und es gibt halt viel über die sozialen Medien, wo diese Bücher auch vorgestellt und beworben werden. Wahrscheinlich spielt das bei den 13-, 14-Jährigen ja auch schon eine große Rolle. Spielt es, und ich glaube auch, dass da es mit zusammenhängt, wenn man sich mal die Entertainment-Ausgaben anschaut, da haben wir ziemlich viel, die für Games zum Beispiel laufen, und da haben wir ja oft Verknüpfungen, also denk mal an so Serien wie Netflix und so weiter. Mhm. Da gibt's ja oft auch von den Settings, wie man so schön sagt, von den Spielorten, Handlungsorten in den Romanen, da gibt's natürlich viele Ähnlichkeiten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Oder auch, wenn man mal guckt, wir haben ziemlich viel Originalsprache. Also das ist auch nochmal nach oben gegangen. Wenn man mal guckt, die Angaben, wie häufig wird in der Originalsprache gelesen. Also das heißt, wenn ein Buch auf Englisch, Französisch oder so weiter im Original erscheint, dann haben wir schon bei den 16- bis 19-Jährigen 9%, die sehr häufig in der Originalsprache lesen, und 21% häufig. Das ist schon interessant. Das ist mehr insgesamt als bei den 20- bis 29-Jährigen. Eigentlich ist es das Oberstufenalter. Naja, da kommen aber auch die Titel dazu, die man in der Schule in der Fremdsprache lesen muss. Das stimmt. Also das ist ja nicht immer nur freiwillig, sondern da ist auch so ein bisschen Pflichtlektüre mit dabei. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die man auch mit jungen Menschen macht. Natürlich gucken die auch viele Serien in der Originalsprache. Also da ist, glaube ich, die Diskussion ja auch immer, hast du die Serie schon gesehen? Und dann ist natürlich auch naheliegend zu sagen, naja, wenn ich das schon verstehe und wenn ich mich da wohlfühle, dann kann ich auch Bücher in Englisch lesen. Das ist ja auch kein Thema. Haben wir ja auch bei Harry Potter schon gesehen, da waren ja auch viele dabei, die nicht so lange warten wollten bei den ersten Bänden, die dann eben auch schon auf die englische Ausgabe gewartet haben und die haben wollten. Das war ja auch schon ein durchaus
signifikanter Anteil. Wir können uns ja dazu eigentlich nochmal die Befunde angucken. Die haben wir hier auch. Warum in der Originalsprache gelesen wird, was da die Leute angegeben haben. Und zwar ist tatsächlich einer der Hauptgründe, ich möchte meine Sprachkenntnisse verbessern. Da sind es bei den 16 bis 19-jährigen Lesenden 82%, das ist der höchste Wert überhaupt. Hier in dieser Tabelle, die 10 bis 15-Jährigen, da sind es nur 75%. Und bei den 20 bis 29-Jährigen sind es 74%. Also das deutet darauf hin, was du sagst, dass Schule vielleicht auch da eine große Rolle spielt. Interessanterweise sagen von den 16 bis 19-Jährigen aber auch 73%, bei der Übersetzung ginge ihnen was verloren. Zum Beispiel Witze oder Wortspiele, die nicht so eventuell rüberkämen. Das würde ja eigentlich schon bedeuten, dass die 16 bis 19-Jährigen sich in der Sprache original ziemlich gut auskennen müssten, sonst würden sie die Befürchtung nicht haben. Ne? Gut, ja, ich meine, umgekehrt, man kann sich auch vorstellen, Marc-Uwe Kling, mit den, den wir auch schon zu Gast hatten, mit den Känguru-Chroniken, wenn man denen eine andere Sprache übersetzt, stelle ich mir auch mit vielen Sachen gar nicht so leicht vor, denen zu übersetzen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch an Finn Ole Heinrich mit Maulina Schmidt. Das war ja voller Wortspielereien. Das hat Isabel Enderlein ins Französische übertragen und das war, also du musst ja ganz andere Bilder dafür finden. Ne? Aber was auch noch ganz spannend ist, das liegt zwar am Ende der Grafik, aber es ist trotzdem ein Wert, immerhin von knapp 20%, die sagen, es ist im Trend, Bücher im Original zu lesen. Und das Cover ist schöner, sagen 32% von den 16 bis 19. Das finde ich interessant. Also das wäre ein Ansporn für deutsche Verlage zu schauen, obwohl ich finde, die machen gerade im Romance-Bereich einen riesen Aufwand. Da sind es ja zum Teil auch die Originalumschläge oder die Originalcover aus den... Aber es spielt auch eine Rolle, das Buch ist im Original günstiger. Also das heißt, der Preis spielt dann auch nochmal eine Rolle und dass es vor allem früher verfügbar ist, was jetzt nicht überall der Fall ist, bei den Großen legen die Verlage inzwischen Wert, dass man zeitgleich in den unterschiedlichen Sprachen schon erscheint, damit das eben nicht passiert. Aber das sind vor allem die 20- bis 29-Jährigen, die das sagen. Und ich glaube, da geht es dann auch sehr um diese Romance New Adult Titel. Und das ist, glaube ich, nicht bei jedem Titel machbar, dass der in verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit erscheint. Da wird man dann noch ein bisschen Geduld haben müssen, wenn man es nur in Deutsch lesen kann oder lesen möchte. Interessant ist auch, was überhaupt die wichtigsten Aspekte sind, um ein Buch auszuwählen. Also nach was für Kriterien suche ich mir ein Buch aus? Da wird ja viel sonst immer gerne gemutmaßt und jeder Buchhändler hat wahrscheinlich eine andere These und jeder Verlag auch. Aber hier ist es immerhin bei 20.000 abgefragt worden. Und da ist interessant, dass mit über 90% bei in allen Altersgruppen. Das Buch ist spannend erzählt. Das ist der wichtigste Aspekt. Das geht bei den 10 bis 15-Jährigen los. Da sind es 90%, bei den 16 bis 19-Jährigen 93%. Und dann geht es nochmal hoch bei den 20 bis 29-Jährigen 98%. Und dann erst kommt der Titel, so mit durchschnittlich 80%. Der Titel des Buchs spricht mich an. Und ebenso viel das Cover. Ich bin bei spannend, aber doch so ein bisschen kritisch, was den Begriff angeht. Ich glaube, spannend ist leider ein sehr vager Begriff. Also natürlich muss ein Buch irgendwie spannend sein. Das heißt also, es sollte nicht langweilig sein. Du meinst so, wie Kinder sagen, hab Bauchweh und das kann alles sein? Das kann alles sein. Spannend, glaube ich, ist weniger konkret in dem Aussagewert, als jetzt zum Beispiel, das kommt später noch in der Tabelle, das Buch vermittelt Wissen. Was natürlich Eltern super wichtig finden, das ist bei den Jugendlichen, den Kindern, die lesen, jetzt nicht ganz so weit oben. Wobei immer noch mehr als die Hälfte, finde ich erstaunlich. Ja. Hätte ich nicht, also hättest du mich gefragt, ich hätte meine Wette verloren, weil ich hätte gesagt, nee, so viel ist das nicht. Ja, aber es ist 52%. Es ist so einer der positiven Aspekte des Bücherlesens. Ah, da wird mir irgendwas vermittelt. Das ist Wissen oder. Also von daher, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig. Es ist, glaube ich, eher das Gegenteil von langweilig. Spannend. Und deswegen können sich alle so drauf einigen, dass sie das sehr, sehr hoch werten. Aber das hilft, glaube ich, dem Lektor nicht, wenn er so einen Titel vor sich liegen hat, zu entscheiden, wird das ein Erfolg oder nicht, weil der Begriff jetzt nicht so hilft. Was interessant ist, 47%, hätte ich sogar noch mehr geschätzt, ehrlich gesagt, der 10- bis 15-Jährigen sagen als Kriterium bei der Auswahl eines Buchs, das Buch ist durch Bilder oder Zeichnungen aufgelockert.
Das hätte ich höher eingeschätzt als 47%. Bei den 16- bis 19-Jährigen sind es dann nur noch 31. Gut, so ein Romance ist vielleicht jetzt anders als eine Graphic Novel. Aber wenn man sich auch die Entwicklungen bei den Kinderbüchern anguckt, da ist fast jeder Verlag mit ordentlich Illustration, aber dabei, um das sehr, sehr, sehr aufzulockern und die Bleiwüste zu vermeiden. Also was natürlich bei dieser Befragung gerade zu der Frage ganz spannend ist, ist da, wo die Meinung oder die Einschätzung der Lesenden von der Eltern, die für Kinder kaufen, sich unterscheidet. Weil, was ja gesagt, spannend erzählt, finden alle wichtig. Beim Thema Wissen ist es schon so, dass die Eltern unglaublich wichtig finden, dass da Wissen vermittelt wird. Das finden die anderen nicht so. Das ist deutlich niedriger. Oder auch, dass das Bild eben durch Zeichnungen aufgelockert und illustriert ist. Das finden Eltern unglaublich wichtig. Aber vielleicht sind natürlich auch da die Zielgruppen deutlich jünger als die, die jetzt als Lesende befragt sind. Das ist dann aber für die Älteren nicht mehr relevant. Vielleicht muss man da noch zu sagen, wer ist da überhaupt befragt worden? Das macht es vielleicht nochmal ein bisschen klarer. Das haben wir noch gar nicht so richtig gesagt. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wer die Studie überhaupt in Auftrag gegeben hat. Und wer sie gemacht hat. Nämlich gemacht hat sie Consumer Panel Services GfK. Und die haben dieses Panel Mediascope benutzt. Da werden regelmäßig 20.000 Personen ab 10 Jahren, die schreiben in Tagebüchern auf, welche Bücher sie wo und für wen gekauft haben. Und diese 20.000 Personen, die sind tatsächlich so ausgewählt, dass sie repräsentativ für die bundesdeutsche Bevölkerung sind. Genau, und der andere Teil, das sind dann 1.368 Personen ab 10. Darunter fallen dann die 10- bis 29-Jährigen, die als Lesende gefragt werden. Und darüber hinaus noch 30-Jährige mit Kindern von 0 bis 14 im Haushalt, wo also sie selber nicht lesen, aber für die jüngeren Kinder die Bücher kaufen oder auf Wunsch der Kinder Bücher kaufen oder selber entscheiden, was sie den Kindern an Büchern zur Verfügung stellen. Also diese beiden Gruppen sind so eingeflossen. Worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind vor allem die kleinere Gruppe. Da geht es ja um die selber lesen und selber entscheiden, was sie lesen möchten. Und da sind auch die Eltern dabei, die eben für die kleineren Kinder einkaufen. Und ja, da kommen eben auch diese Differenzen in der Bewertung dessen zustande, was sie für wichtig erachten und was weniger. Interessant ist dabei auch, was überhaupt ausgegeben wird für welche Altersgruppe. Wir haben ja insgesamt 793 Millionen Euro, die im vergangenen Jahr für Leserinnen bis 19 Jahre ausgegeben wurden, über alle Genres und Warengruppen hinweg. Das ist auf alle Fälle schon mal deutlich mehr als in den Untersuchungen 2019 und 2012. Mhm. Also 2019 war bei diesen drei unterschiedlichen Zeiträumen der geringste Umsatz oder geringste Summe, die aber etwas unter dem von 2012 liegt. Und jetzt bei 793 ist natürlich schon ein exorbitanter Sprung um 32%. Das ist schon sehr bemerkbar. Und wenn wir diese Grundmenge haben, 793 Millionen Euro, dann sehen wir hier, guck mal, dass 60% dieser Summe dezidiert in den Kauf von Kindern und Jugendbüchern geflossen sind. Wenn wir schauen, bei den bis Dreijährigen, also was wird ausgegeben für die Leserinnen und Betrachterinnen bis 3 Jahre? Da haben wir von 2019 bis 2023 ein Plus von 18%, von 75 Millionen auf 89 Millionen. Während wir bei den 4- bis 6-Jährigen ein Minus von 11% haben, von 82 auf 73 Millionen. Und dann geht's wieder hoch bei den 7- bis 9-Jährigen. Ein Plus von 28% auf 98 Millionen Euro. Bei den 10- bis 12-Jährigen nochmal 14% plus. Nämlich haben wir ganz andere Werte inzwischen, von 166 Millionen Euro 2019 auf 190 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Jetzt wird es immer rasanter, geht es der Sprung. Bei den Lesern und Leserinnen von 13 bis 15 Jahre haben wir ein Plus von 65%, halte ich fest, von 111 auf 183 Millionen Euro. Und dann von den 16- bis 19-Jährigen oder für die 16- bis 19-Jährigen ein sattes Plus von 77%, von 90 auf 160 Millionen Euro. Das ist schon gigantisch. Ja, bei der letzten Zahl muss man natürlich sagen, dass die 16- bis 19-Jährigen auch in der letzten Studie 2019 diejenigen waren, die am schlechtesten dastanden, die also einen riesen Absprung zur Untersuchung davor hatten.
Das heißt also, da brach der Umsatz, da brach der Umsatz deutlich ein. Mhm. Da sind wir von 128 auf 90, da ist ja ein Viertel weg gewesen. Und jetzt haben sie es wieder deutlich nach oben gepackt und sie wieder was draufgelegt und sind deutlich höher. Und dafür gibt es einen Grund. Das ist dieser Bereich New Adult, Romance. Also, mit TikTok und all dem, was als Treiber sozusagen ja, aber lass noch ganz kurz, einen Negativwert hast du ja genannt. Das sind die 4- bis 6-Jährigen. Da ist es plötzlich weniger geworden. Und das würde man sagen, ist doch das klassische Bilderbuch. Das lässt sich ja vermutlich gar nicht anders erklären, als dass der Griff zum vielleicht doch eher teureren Bilderbuch bei vielen Eltern nicht mehr so an vorderster Stelle steht. Also vor allem sind das die Pandemiejahre interessanterweise, ne? Da hätte man doch auch eher ein Plus erwartet. Und da konnte man ja, in Bibliotheken ausleihen war ein bisschen schwierig. Da hat man ja viele Methoden und Hilfsmittel erfunden, um es doch möglich zu machen. Man hätte ja die Zeit gehabt. Man hätte sich auch mit den Kindern ja viel mehr beschäftigen können. Da hätte man ja auch viel mehr vorlesen können. Aber das spiegelt sich jetzt so in den Zahlen nicht wirklich wieder. Nur bei denen, wo Text ist, ne? Ja. Interessanterweise. Also ab 7 Jahre ist immer ein Plus von 7 bis 19 Jahre. Das sind immer nur Plus-Plus-Plus-Entwicklungen. Das Einzige. Und interessanterweise bis 3 Jahre ja auch eine Plus-Entwicklung. Und da ist es weniger. Gut, da sind vielleicht auch mehr Spiele und andere Sachen zum Tragen gekommen als mit den Bilderbüchern. Man müsste jetzt natürlich auch eigentlich nochmal vergleichen, wie waren denn die Ausleihzahlen in den Bibliotheken, weil wir reden ja hier nur von Käufen. Mhm. Also in den Bibliotheken gibt es durchaus, weiß ich von einigen Landesbibliotheken sozusagen, die sammeln von ihren Kreis- und Stadtbibliotheken die Zahlen, dass das in der Zeit hochgegangen ist. Kann also auch gut sein, man hat sich bedient dort, also nicht gekauft, sondern ausgeliehen. Ja. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, noch was zu den Umsatzzahlen oder zu der reinen Summe sagen, weil ich glaube, das klingt jetzt erstmal so, oi, da hat sich jetzt bei den Umsätzen was nach oben entwickelt, 32% höherer Umsatz für Kinder- und Jugendbücher. Man kann ja jetzt weiter gucken, woher kommen die denn eigentlich? Und dann stellt man relativ schnell fest, dass der Grund für diesen höheren Umsatz die gestiegenen Buchpreise sind. Weil wenn wir gucken, haben denn mehr Menschen Bücher gekauft, muss man leider feststellen, nein, eher weniger. Und lesen denn mehr Kinder und Jugendliche Bücher, muss man auch feststellen, nein, auch das ist kein Anstieg, sondern dieser Zuwachs an Umsatz ergibt sich ausschließlich über den höheren Buchpreis und die älteren Jugendlichen, die jetzt ein Genre haben, wo sie sehr intensiv und viel investieren, sowohl an Lesezeit als auch an Geld. Wir haben hier bei dem einen, jetzt wird schon gesagt, Röntgenbild, aber da sehen wir genau, dass die durchschnittlich bezahlten Preise der verkauften Bücher in dieser Zeit um 37,2% geklettert sind. Und zwar durchschnittlich von 8,41 Euro auf 11,53 Euro pro Buch. Im selben Zeitraum ist die Zahl der verkauften Bücher von 68,4 auf 58,3 Millionen Exemplare zurückgegangen. Also heißt, Absätze sind gesunken, Umsätze gestiegen, wie du sagst. Und auch die Zahl der pro Käufer erworbenen Bücher ist von 5,7 auf 5,1 gesunken. Also auch da gibt's eher einen Negativtrend, leider. Und die Zahl der Käuferinnen von 14,4 auf 11,5 Millionen zurückgegangen. Ja, also schwierig. Da muss man eigentlich dringend schauen, dass man wieder mehr Kunden erreicht. Ja, ganz ein bisschen dass später. Die nicht verloren gehen. Ein bisschen später kommt ja auch bei der Frage, wer denn die Grundlage fürs Lesen gelegt hat, wer einem Tipps gegeben hat, wer einen zum Lesen geführt hat. Wo man immer denkt, das ist ja vor allem auch die Aufgabe der Eltern. Die lesen ja nicht, die sind keine Vorbilder. Und so heißt es ja doch immer. Ja, und da kommen leider die Zahlen auch so ein bisschen, die unterstützen diese Einsicht, weil es da eben auch in der Studie heißt, dass die Rolle der Eltern als Lesevorbild eher abnimmt und dafür die Schule einen stärkeren Vorbildcharakter hat. Das heißt also, Lektüreempfehlungen oder Anregungen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, kommen jetzt ein bisschen häufiger aus der Schule als aus dem Elternhaus. Es ist erstmal was Positives, kann man der Schule endlich mal auch was zugutehalten. Auf der anderen Seite würde man sagen, jetzt gibt es ja viele Initiativen, die Eltern dazu bewegen wollen, mehr vorzulesen, den Kindern Bücher zur Verfügung zu stellen, mit ihnen gemeinsam in die Bibliothek zu gehen, Bücher zu kaufen, Bücher zu schenken. Die Zahlen würden sagen, das hat noch nicht so gereicht. Oder aber viele Eltern
haben irgendein Hindernis, eine Blockade, um sich damit so auseinanderzusetzen, dass diese Zahlen nicht stetig zurückgehen oder die Rolle der Eltern als Lesevorbild nicht abnimmt. Das ist natürlich schon was, was einem ein bisschen Sorge machen sollte. Wir haben ja diese eine Frage, was hat dich zum Lesen gebracht? Und in der Studie, habe ich gesagt, wer die Studie, ich glaube, da sind wir direkt übergesprungen, wir haben von GfK und so weiter gesprochen, aber dass der Börsenverein und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen diese Studie in Auftrag gegeben haben, haben wir, glaube ich, fast vergessen. Wir waren dann schon so in den Zahlen drin. Dann sagen wir es hier nochmal, dass die es waren, die Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Das kam im Juni jetzt nochmal auf der Jahreshauptversammlung der AVJ, wurde es nochmal intensiv vorgestellt. Aber um auf dich nochmal zurückzukommen, also auf diese Frage, was hat dich zum Lesen gebracht, da sehen wir, während bei den 20- bis 29-Jährigen noch 77% durch feste Vorleserituale zu Hause zum Lesen gekommen sind, sind es bei den heute 10- bis 15-Jährigen schon 10% weniger. Mhm. Und dafür wird die Schule mit der Lektüre im Unterricht und ich denke mal sicher auch mit der Nutzung von Antolin zum Leselerntreiber. Und wir haben hier wichtige Impulsgeber, die in Bibliotheken, in der Schule und in der Kommune haben und das Gespräch über gelesen und für gut befundene Bücher in der Peer Group. Und dann haben wir noch die Lesetipps von Influencern und Booktalkern. Die findet vor allem bei den 16- bis 19-Jährigen Anklang. Da haben wir 36%. Das ist schon einiges. Ja, das sollte man, glaube ich, genauer beobachten, wie sich das entwickelt, weil das gerade bei den Eltern finde ich sehr bedenklich. Interessant auch, zu welchem Zweck Bücher gekauft werden. Ja, zum Selbstlesen, da die 10- bis 15-jährigen Lesenden, da sind 56%, die sagen für mich selbst. Und bei den 16- bis 19-jährigen 58%. Das als Geschenk spielt da eine weniger große Rolle. Also das ist eigentlich erfreulich, wenn man mal guckt, das war schon in früheren Studien war das Geschenk, hat eine viel größere Rolle gespielt. Aber es wird eben auch häufig angegeben, Pflichtliteratur in der Schule als Zweck, warum ein Buch gekauft wird. 36% der 10- bis 15-Jährigen geben das an und 47% der 16- bis 19-Jährigen Lesenden. Und dann gibt's übrigens noch die Rubrik als Belohnung für eine bestimmte Leistung. Das sind immerhin 14% der 10- bis 15-Jährigen. Die kriegen das aus meinem Buch. Vor allem die Eltern, die das gerne als Belohnung dann verschenken oder kaufen und sagen, das hast du aber gut gemacht, kriegst auch ein gutes Buch. Aber was ich da ganz schön draus finde, ist ja, dass diese Pflichtlektüre in der Schule, die ja doch einen relativ hohen Stellenwert einnimmt, ja offenbar bei vielen dann doch nicht dazu führt, dass sie darüber das Lesen aufgeben, sondern auf der anderen Seite ja eher sagen, über die Pflichtlektüre, weil diese Korrelation muss man, glaube ich, schon so sehen, wenn viel mehr Schüler sagen und Schülerinnen sagen, dass sie über die Schule ja zu Büchern und zu Literatur kommen, dass die Schule also da doch auch einen positiven Effekt hat, auch wenn es Pflichtlesen ist. Man denkt, hat ja immer so ein bisschen den Unterschied zwischen Lesen in der Freizeit und Pflichtlektüre, die kann ja durchaus eher weniger erbaulich sein. Ich glaube, das scheint so ein bisschen in der Studie durchzuschimmern, so dieser Gap aus, eigentlich finde ich das Buch total blöd, aber es muss ich lesen. Lesen finde ich eh total überbewertet. Das gibt's vielleicht sogar weniger, sondern dass man sich darauf einlässt und sagt, ja, war gar nicht so schlecht, habe ich schlimmer erwartet und vielleicht finde ich es ja doch ganz spannend und es gibt noch irgendwelche Tipps dazu, die dann ein bisschen über die Schullektüre hinausgehen. Da finde ich es auch nochmal ganz interessant, wenn wir nochmal uns frühere Studien angucken, welche Formate werden genutzt. Mit fast durchgängig 97% ist das gedruckte Buch mit Abstand das am meisten genutzte Format. Ja, bei E-Books, das ist nie richtig zum Fliegen gekommen. Also wenn wir vor 10 Jahren hier gesprochen hätten, hätten wir gesagt, ja, das wird sich jetzt mehr und mehr ablösen durch das E-Book und dann gedruckt, das wird nicht mehr groß sein. So ungefähr, weil da gingen ja ganz viele Prognosen um. Da wird alles digital, aber davon ist nichts eingetroffen offenbar. Bei den Älteren ist das ja doch eine nicht unerhebliche Anzahl von über 20%, die auch E-Books liest. Aber ich glaube, man hat sich jetzt darauf verständigt, so ein E-Book-Reader hat eine Funktion. Ich nehme den gerne in Urlaub mit, da muss ich nicht so viel schleppen oder das ist einfacher irgendwo, das ist transportabler, da kann ich mehr mitnehmen, das hat bestimmte Bequemlichkeitsvorzüge, aber dieses sich zurückziehen und ein Buch lesen, das glaube ich, da hat das
gedruckte Buch sich wieder gut gerettet und hat seine Vorteile ausgespielt. Und man hat dann doch gemerkt, ach so, was in der Hand zu haben, jetzt auch mit diesen Farbschnitten und mit den Druckverfahren, mit Reliefs und Gedöns. Mit Lesebändchen und das all dem Buchwächter, das sind diese Charakterkarten und so. Also da wird ja ganz viel gemacht. Ja, aber wenn du sagst, das stimmt zwar, 26%, die auch bei den 16- bis 19-Jährigen, die auch mal ein E-Book lesen, aber das geht bei den 20- bis 29-Jährigen schon auf 18% zurück und bei den Jüngeren sind es nur 14% und bei den Eltern sind es nur noch 9%. Also insgesamt ist das deutlich mau. Ja, was ja ganz spannend ist, wir haben ja schon gesagt, BookTok spielt eine ganz große Rolle oder auch die sozialen Medien an sich als Medium, um Buchempfehlungen zu bekommen oder sich über Neuigkeiten zu erfahren, Bücher vorzustellen. Und das funktioniert natürlich auf TikTok oder auf allen Kanälen, in denen Bilder eine Rolle spielen, ja nur mit einem gedruckten Buch. Also wenn ich da mit so einem E-Book-Reader rumwedle und sage, es ist ein total schönes Buch, das ist ja grottenlangweilig. Also das macht keinen Sinn. Also von daher braucht ja selbst diejenigen, die stark in den digitalen Medien mit Büchern hantieren, die brauchen ja das gedruckte Buch, weil sonst funktioniert dieses Medium nicht. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen abstrus, aber es hat dazu geführt, dass man schöne Bücher in die Kamera halten möchte und nicht irgendwelche Dateien. Und interessanterweise fast alle, die sozusagen digital unterwegs sind, was bestellen die als Leseexemplar oder was hätten sie gern als Leseexemplar von den Verlagen? Das gedruckte Buch. Mhm. Wenn dann gefragt wird, ja, wollt ihr ein E-Book oder ein PDF? Können wir euch? Nee. Interessant ist auch nochmal, wenn man sich bei den Zielgruppen mal anschaut, also soziale Netzwerke als Buchinformationsquelle, dass TikTok und YouTube schon bei den 10- bis 15-jährigen Lesenden eine große Rolle spielen, ist klar. Instagram liegt auf Platz 1 bei den 16- bis 29-Jährigen und da scheint so zu sein, hier nach der Befragung, dass die Eltern eher selten in sozialen Medien nach Büchern für ihre Kinder suchen, so zumindest wie sie es angegeben haben. Was ganz wichtig ist, die Buchzusammenfassungen in den sozialen Netzwerken, das wird allgemein sehr geschätzt, die Kurzzusammenfassungen, die Buchinspirationen, auch ein bisschen nur mitzukriegen. Ein Drittel will immerhin wissen, welche Bücher sind denn gerade in. Also, aber auch die ausführlichen, interessanterweise 28% der 20- bis 29-jährigen Lesenden wollen gerne eine ausführliche Buchbesprechung haben. Aber es sind schon sehr, sehr wenige als von Hause aus Rezensent, der gerne lange Buchbesprechungen schreibt, ist das natürlich eher ein trauriger Wert. Es ist eine kleine Zielgruppe, für die man das tut, die auch, also man kann sich da wahnsinnig viel abmühen, aber so richtig gebraucht wird es nicht. Gebraucht wird eher die Kurzzusammenfassung in einem schicken Video auf TikTok als BookToker. Das ist irgendwie spannender oder interessanter, geht schneller und man hat einen Eindruck, gefällt mir das nicht, entspricht das meinen Lesenvorlieben oder nicht, als dass ich mich damit auseinandersetze und in der Rezension erstmal über das Oeuvre des Autors, der Autorin erfahre und die Leseerfahrung des Rezensenten noch dazu. Also da würde ich jetzt zu widersprechen wagen, denn ich würde denken, wenn das ein Drittel ist, dass das bei dem klassischen Feuilleton bislang auch nicht mehr als ein Drittel der Lesenden, die sich dafür erwärmt und interessiert haben. Ich glaube nicht, dass das mehr waren. Je mehr waren. Egal ob 1880, 1920, 1960 oder heute. Ja, ich denke nur, dass der Effekt, den gerade jetzt bei den New Romance-Titeln siehst, dass natürlich der Effekt über soziale Medien und über junge Menschen, die als lesende Bücher vorstellen, einfach ein Vielfaches ist von dem, was du als Rezensent im Feuilleton erreichen kannst. Also ein Buch über das Feuilleton groß machen, schwierig. Ein Buch über cooles Video auf TikTok oder auf Instagram groß machen, einfacher. Geht aber nur in bestimmten Genres, zugegebenermaßen. Geht nicht überall. Gut, wir könnten, glaube ich, hier noch ewig in dieser Studie, wir müssen es da nochmal richtig rein vertiefen, aber jetzt haben wir schon mal einen ersten Überblick, denke ich mal. Jetzt wissen wir schon mal, was Sache ist und wissen, wie junge Menschen heute Bücher finden und kaufen.
Also das heißt, wir wissen, dass Eltern heute nicht mehr so eine große Rolle spielen. Dafür ist die Schule wichtiger geworden. Wir wissen, dass New Adult und Young Adult im belletristischen Bereich, auch dank TikTok natürlich, aber eine sehr große Rolle spielen und ganz schön Umsatz gerettet haben. Weil auch die sozialen Medien bei der Empfehlung und bei der Stärkung von Büchern eine ganz, ganz wesentliche Rolle in dieser Zielgruppe gespielt haben. Wir wissen, dass Lesen in der Originalsprache wichtiger geworden ist. Einerseits, weil manche Bücher früher kommen, einerseits, weil man seine Sprachkenntnisse etwas verbessern möchte und auch interessanterweise, weil Cover offenbar besser gefallen. Und wir wissen auch, dass die Zahl der Lesenden und die Zahl der Buchkäufer leicht nach unten gegangen ist und das schon seit vielen Jahren immer leicht nach unten geht und wir da ein besonderes Augenmerk drauf richten müssen, weil nicht immer alles durch steigende Buchpreise ausgeglichen werden kann. Also das heißt, dass das Kinderbuch vor allem dank höherer Preise in diesen letzten Jahren prosperiert und aber an Lesern und Leserinnen doch verloren hat. Also da muss nach wie vor mehr Anstrengung drauf gelegt werden. Vielleicht ist der Kulturpass ist ja so eine Bemühung, dass man da sozusagen Unterstützung gibt. Das wird ja fortgeführt und vielleicht ist es ja auch eine Idee zu sagen, man weitet ihn auch nach unten hin aus, weil er ja im Augenblick nur für eine Alterskohorte gilt, nur für die 18-Jährigen. Erstmal ist es auch jetzt nur dafür für 2025 das im Budget festgesetzt und nicht darüber hinaus. Also ich glaube erstmal noch nicht. Wir warten erstmal das nächste Jahr ab und dann schauen wir mal, was die nächste Studie ergibt. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.